So, hallo, jetzt mal wieder hier bei Diablo 2 und dann geht's auch mal direkt weiter. Ja, mit Diablo 2, hallo. Und zwar waren wir, Moment, ich muss eben wieder in die Tasten einfinden. Waren wir genau beim Horadrim-Stab, wo wir die. Haben wir überhaupt noch? Ah, doch, wir haben den Würfel bereits gefunden, genau. Und ich habe gerade aus Dummheit einen Trank getrunken, glaube ich. Ich habe bei mir übrigens den Ton aus, deswegen höre ich nicht, wenn ich einen Trank trinke, weil ich habe den Ton aus, weil da sonst ist, wenn ich bearbeite, die Stimme doppelt und also die Ingame-Stimme und das will ich jetzt nicht. Horadrim-Würfel, genau, da habe ich euch ja letztes Mal gezeigt mit den Edelsteinen und sowas. Jetzt muss ich mal eben das Mikrofon richten, weil wieder irgendwie keine Ahnung, wie, mein Gott, okay, reicht langsam. So, so müsste das eigentlich perfekt sein. Jetzt bemerkt ihr, Moment, wir haben zwei gute Ringern, obwohl ich den da gar nicht brauche. Genau. Ja, wir packen die drei Ringe rein. Und drei Ringe ergeben im Horadrim-Würfel eigentlich ein Amulett, aber irgendwie nicht. Ich glaube, weil ich zwei Ringe ohne Dingens habe, die waren ja die, die ich da cheaten musste. Da habe ich aus Versehen nichts dran gemacht. Aus Versehen ist gut. Ich glaube, ich habe es extra nicht gemacht, weil mich das bisschen genervt hat. Guten Tag. Vielleicht höre ich mich ein bisschen heiser an. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich weiß auch nicht warum. So, dann machen wir das mal hier, ne? Oh, das Mikro regt mich schon ein bisschen auf. Komm mal her, Mikro. So. So, ich möchte ja nicht so lange wieder brauchen. Warum habe ich denn hier überhaupt Handschuhe drin? Gute, schwere Handschuhe, 1 zu Stärke. Ja, okay, ich weiß auch nicht, warum ich den drin habe, aber hat schon seinen Grund. Ach, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Und zwar habe ich im letzten Teil oder davor den Teil gesagt, dass ich Sachen craften möchte. Habe ich natürlich auch direkt im Internet nachgeguckt, wie man das macht nochmal. Ich habe es schon mal gemacht. Aber wie habe ich vergessen? Und zwar muss man. Da muss man. Genau. Also, ich will ja Blut. Also, blutgekräftigte Items haben. Das heißt, welche, die mir extra Leben geben und Leben-Bonus und alles. Aber dafür braucht man immer bei jedem Gegenstand, sogar nur bei Handschuhen oder Gürtel. Gürtel geht auch übrigens. Also, werde ich mir wahrscheinlich auch einen Gürtel machen. Braucht man immer einen perfekten Rubin. Und weil wir so viele von denen besitzen, können wir auch natürlich gar keinen machen, leider. Also wird es aber schnell ändern, relativ. Ja, so schnell auch nicht, aber es wird sich auf jeden Fall ändern. So, dann gehen wir mal hier ein bisschen. Übrigens versuche ich mal in dieser Folge, obwohl ich von Natur aus viel rede, versuche ich einfach mal in dieser Folge nicht so viel zu reden, weil also ich habe mir mal die Folgen angeguckt, ich rede. Ja, ununterbrochen. Also werde ich einfach mal, was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde, ein bisschen weniger reden. Also weniger flexibel nicht, weil das will ich einfach. So, flexibel nicht, das ist das falsche Wort. Dynamisch. So, und dann in der Fernoase kommen das erstmal diese Gegner, Stichlinge. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde cool, die zu töten, weil, ich weiß nicht, irgendwie die sterben so. Weiß nicht, so cool einfach. Ja, mein Typ hier tötet natürlich. Ah, schon ein fehlerhafter Rubin. Wenn wir jetzt drei, also ein fehlerhafter Rubin ist ja die zweite Form. Und wenn ich drei fehlerhafte Rubinen nochmal vereine, kommt ein ganzer raus. Dann nochmal drei ganzer, ein makelloser und dann nochmal drei makelloser, ein perfekter. Schon haben wir ein Blutrezept fast, Blut-Item gecraftet fast. Was wir da noch brauchen, ist ein Juwel. Aber ja, genau. Rennen um den Block. Bei jedem Teil brauchen wir ein Juwel. Ist er gerade in die Erde gegangen oder haben wir den getötet? Oh, da habe ich doch. Da hat der Schier mal wieder. So. Ein Juwel, ja. Ein Juwel und ein bestimmtes Item. Also ein bestimmter Gürtel brauche ich. Also ich kann jetzt nicht einfach. Jawohl, der da, der geht bestimmt. Ansonsten müssen wir mal gucken. Muss ich mir vielleicht andere Items besorgen? Wenn ich was anderes machen will, zum Beispiel sowas wie, wie hier, sag mal schnell, mein Pelz, meine Haut, also meine Rüstung.
So, 28 Gold. Ne? Drehen wir mal hier ein paar Uhren kaputt. Uhren. Aha. Ah, da ist schon die Wurmgruft. Wir gucken mal eben, wie lange wir gelaufen sind. Gar nicht lang. Ach ja, das Blaue hier auf der Karte ist Wasser. Und da sehen wir direkt die Wurmgruft. Da ist, wie man hier sagt, in der Wurmgruft unter der Fernoase nach dem Schaft. Übrigens, wenn ich jetzt gerade schon so rede, ich werde nicht mehr die Typen nachsprechen. Also hat mich selber ja schon ein bisschen genervt beim Nachhören. Also ich werde jetzt. Aber ich machte den Ingame-Sound immer auf jeden Fall richtig leise, weil, ja, warum? Ja, weil man mich ja besser hören soll. Weil ich habe jetzt nicht hier das beste Mikro, deswegen muss ich versuchen, das gut einzustellen. Also, wenn ihr mal den normalen Sound mit dem hört, den ich dann später bearbeitet habe, dann. Ich wollte gerade schnell speichern. Egal. Ja, dann würdet ihr auf jeden Fall sehen, das hört sich richtig leise und komisch an und ja, was auch immer. So, da laufe ich hier mal weiter. Die Wurmgruft, die ist eigentlich nur so eingängig, also die hat kein großes Spiel hier, ne? Spielplatz. Also nicht Spielplatz wie da, wo die Kinder drauf sind, sondern Spielplatz mit Pause. Aber da sehen wir schon unseren Freund, ne? Ein Kumpel vom Wahid hier. Ja, wer greift mich denn da so an? Was ist denn hier los? So, Wahid, wie geht's denn deinem Kumpel hier? Ja, er hat sich ein bisschen im Matsch gewühlt. Ach, deswegen. So, dann muss ich hier halt mal wieder meinen Superfäusten vom Werwolf hier draufhauen. So, während Wahid da hinten ein paar Käferchen tötet, töte ich ebenfalls Käferchen auf der anderen Seite. Nur damit hat er wenig Leben. Ich sehe das nicht, weil bei mir da oben diese dummen Fraps-Zahlen sind. Ich glaube, ich hole mir das nächste Mal lieber oben rechts dran. Oh, ich bin ja fast tot. Hier, pass auf. So. Ups. Na, hier lang auch nicht. Sollte mal wieder die Karte einschalten. Boah, da kann ja der Wahid machen, ne? So, nehme ich mal hier Gold. Ja, komm. Mache ich hier ein paar Uhren kaputt. So. Ach ja, und ich weiß, mein Mausklick. Ah, ein gelber Vollhelm. Ah. Jo, das ist ja geil. Jo. Ach, Leute. Hä? Ah. Was wollte ich gerade sagen? Ich weiß, mein Mausklickgeräusch, das nervt schon ein bisschen, aber ich brauche auch mal eine neue Maus, aber die sind teuer und. Außerdem habe ich die hier schon so lange und die hat auch so eine coole Funktion, dass man, also links, rechts sind noch Knöpfe, dass man zum Beispiel bei Mozilla Firefox zurückgehen kann, einfach so. Oder hier, dass die Items erscheinen lassen kann, also ist die Namen. Und ansonsten. Ah, was war hier gerade drin? Amulett? Wie geil. Jo. Und da habe ich natürlich direkt meine Schriftrolle weg, ne? Hier, weil ich kann sein Kumpel keine geben. Ja, alles klar. Boah. Da waren aber Spinnen am Werk. Also die Würmer machen nur ah, guck mal, was hier. Ah, natürlich. Was? Was soll das denn? So, ein Zust. Oh, wir haben ja keins. Da kann ich ja direkt dran tun. Uiuiui. Hier sind ja schon ganz schön viele sind gute Sachen drin, ne? Eine Axt. Nein, brauchen wir nicht. Die ist einhändig. Wir wollen ja nur zweihändige. Kampfaxt, Schlüssel, Beschützer, Knüppel. So gut, dann gehen wir mal weiter. Ich werde hier schnell machen. Ui. Ich werde hier schnell machen. So. Also ich muss auch schon sagen, das Spiel ist ja von 2000. Ja, 2000 müsste es sein. Und die Grafik finde ich jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, wenn ihr mal jetzt so guckt, ne, hier, obwohl auf YouTube die Videos, die sind, werden irgendwie kleiner im Format, ja. Ich habe eigentlich einen großen Bildschirm und ich weiß gar nicht warum. Vielleicht habe ich da falsche Einstellungen. Ich spiele mal ein bisschen mit den Einstellungen bei der nächsten Folge rum. Damit ich mal sehen kann, wieso das überhaupt so ist. Also, da habe ich ja gerade ein. Irgendwas fliegen sehen, ein Diamant. Ja, genau. Mach eine Pause. Heiltrank, aber das ist hier drin. Ist da was drin? Mein Gott. Jo, komm, Wahid. Mach du das mal. Komm.
So, ja, ich boxe ja auch nämlich mal noch ein bisschen. Pff, komm, war jeder, kannst du machen. Jo, da ist ja direkt ein Level up. Passt ja. So. Boah, diese Splitzer-Tanken von denen, ne? Da, die ziehen einem ganz schön was ab. So, klick, 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 klick. Einfach die ganzen Uhren kaputt machen. Natürlich ist da Feuer dran. Eigentlich würde ich die Geräusche hören, wenn da eine Falle ist, aber wie gesagt, der Sound ist aus. So. Jo, cool, dass ich nichts mitnehmen kann. Ist cool, ne? So. Ach komm, komm, geh mir weg. Ist das eigentlich einhändig oder zweihändig? Einhandschaden. Ja, nehmen wir sowieso nicht, ne? Alles das? Spielen wir normalerweise mit dem oder mit dem? Egal, nehmen wir den und das schmeißen wir weg. Wo, das könnten wir gut verkaufen. Na komm, nehmen wir aber mit. Ach ja, den wollten wir auch. Ich habe einen Plan. Den habe ich nicht immer, den habe ich nur heute. B, Schiffe Identifikation. Den tausche ich aus mit Auftau-Elixier. Und das ist ein Maske der Aasgeier Vollhelm. Ja, ein zu Lykantropie. Ja, muss ich mal gucken. Ich behalte die mal erst vorerst. Da sind noch ein paar Käferchen. Ich glaube, der nächste Gang müsste da sein. Sagen wir meine Wolfssinne jetzt gerade so. Ah, und? Und ah, ein leerer Raum. Ja, das wäre richtig. Übrigens habe ich dank Gronkh, also ich denke mal, ihr kennt den alle, nochmal Prey angefangen zu spielen. Habe ich auch gestern, war das? Vorgestern, gestern oder vorgestern durchgespielt direkt. Und ja, ist ein bekanntlich. Also ich habe es schon mal angespielt, fand es da nicht so gut, ich weiß auch nicht warum. Aber jetzt, also schon geil. Das ist auch eigentlich ein bisschen schon leicht. Ach, da sehe ich ja schon den nächsten Gang. Also, wo waren wir? Das ist ja schon fast ein bisschen leicht, weil man kann ja theoretisch eigentlich nicht sterben. Ich glaube, beim Let's Play von Gronkh, wir sind gerade bei Nummer 7. Also, die Aufnahme hier wird am Moment 28. gemacht. Morgens übrigens Schaltjahr. Und jetzt hat Gronkh gerade bis Folge 7 rausgebracht. Und ja, ich glaube, da hat er schon, oder? Eigentlich, wenn man stirbt, da muss. Ey, das ist ja gar kein. Also, jedenfalls, wenn man Prey stirbt, ich schweife mal vom Thema ab, ist man. Also, man kann ja zur Seele wechseln. Ist man mit dieser Seele an so einem kleinen Kampfplatz, wo man gegen herumschwirrende. Moment. Gegen herumschwirrende. Da ist auch nichts. Ach, da oben war es die ganze Zeit. Krass, wir haben alles abgesucht. Oh, guck mal, wir sind sogar schon erschöpft. Gegen so fliegende, keine Ahnung, was das sein soll. Also wäre schon mal. Ja genau, so könnt ihr euch die vorstellen. Also die, die es gespielt haben, eine welche. Also mein Gott. Leute, die Zelda The Minish Cap gespielt haben, also so wie ich. Bei dem einen Boss mit. Da, wo man die Ocarina bekommt, glaube ich. Oder nee, da, wo man nur mit der Ocarina hinkommt, aber in diesem Himmelstempel. Oder war das da? Auf jeden Fall dieses eine fliegende. Hä? Moment mal. Da war das. Ach, und da bin ich ja gerade einfach weggegangen. Warum nicht gut? Da sind doch einmal diese, wo man auf dem Rücken von denen ist und nochmal die Augen schlagen muss. Wo immer auch die kleineren kommen, so sehen die ungefähr aus auf jeden Fall. Und ja, Moment, ich lasse mal eben meinen Ausdauer aufladen. Und streck mich auch eben. Puh, so. Wurmruf Level 2. Oh. Oh, Schleimhaufen. Und zu Hause. Ah, natürlich. Zu Hause würde ich nicht in so einem dicken, ekelhaften Schleimhaufen treten. Also ich würde schon, wenn ich nicht hinsehe. Aber egal, den gebe ich jetzt erstmal ein paar Schellen. Hier und links und rechts und links. Und rechts und links. Ah, ein Level Up. Das sehe ich doch mal gerne. So, weil ich jetzt stärker bin, kann ich auch alle kaputt schlagen.
So, gucken wir mal, was die fallen gelassen haben. Das, 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 das.